Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Borderlands 2. Beim letzten Mal sind wir hier stehen geblieben, als dieses nervige nervige Copter hier uns auf den Keks ging. Jetzt habe ich ihn erledigt. Und ja, ich versuche natürlich heute mal was anderes, da ich ja festgestellt habe, dass die Käfer nicht möglich sind. Am Stück verschlungen. Wo du schon dabei bist. Ja komm, The Fridge. Ich guck mal, ob ich Scooters Freundin irgendwie helfen kann. So, wenn du schon dabei bist. Oder wo du schon war das ja, glaube ich, ne? Moment. Shorty muss sterben. Der Hurensohn hat eins von meinen Catcher Rights verschandelt. Nein. Und das dürfen nur Mädels, die ich flachlegen will. Und manchmal ich selber. Die kalte Schulter hieß das. Er versteckt sich im Stalker. Ach so. Kauf ihn dir. So. Hier. Die kalte Schulter. Okay. Der beste Witz war wieder, er hat nicht nachgeladen und ich wundere mich schon. Vielleicht, nur vielleicht, sollte ich endlich mal auf eine andere Waffe schwenken. Also Raketenwerfer schön und gut. Aber ich brauche noch was Stärkeres. Da und da. Und da. Ach. Oben, okay. Da oben ist auch noch was. Okay. Sag mir aber jetzt nicht, dass ich alles hier am Anfang finden kann, ne? Das wäre jetzt gemein. Achso, nee, das war nur die Häfchen. Okay, verschwinden jetzt die anderen Punkte? Nein. Das wäre gemein. Oder? Glaubt ihr, das hält mich auf? Ich glaube doch, es ist verschwunden. Sag an. Okay. Alter. Gut, die packen echt viel hier im Modus. Ich merk's ja schon. Ist ja in Ordnung. Okay. Aber das negativisiert die Aussage, sie sind friedliebend, ne? Ich sag nur aus einem Quest heraus, ne? Na gut.
Okay, vielleicht hätte ich einen der Checkpoints mitnehmen sollen. Ein hervorragender Tag für den Kapitalismus. Nicht genug Geld? Du willst mich auch veralbern. Hier, komm, nimm das. Okay, 13.000. Na komm, kann ich verkaufen. Hab ich auch schon. Bringt mich auch nicht weiter. So, hat er hier irgendwie eine andere Granate? Nö. Wundervoll. Komm jederzeit wieder. So. Okay, das ist echt nicht gut. Das ist echt nicht gut, Leute. Weil, wie gesagt, ich kann hier nicht alles mit Raketen und Granaten erledigen. Das geht auf Dauer auf die Kosten. Ist das ein fucking Ernst? Ich werde nicht mehr, ich krieg's kotzen. Lasst diesen... Moment. Scheiß Kugelhagel. Alter, ich kann nicht springen, weil die mich in Beschuss haben. Das ist... Das ist nicht nervt, überhaupt nicht. Jede Wette! Lenny vergeht ihr Appetit auf Menschenfleisch, wenn sie diese Pizza riecht. Wie kann man nur Kannibale werden, wo es Pizza gibt? Echt jetzt? Okay, jetzt muss ich ganz schnell... Das ist nicht dein verdammter Ernst. So. Ich hab eh gespammt wie ein Irrer. Ich krieg eine Krise. Ach, komm schon, nicht dein Ernst. Na toll, jetzt habe ich keine Granaten mehr. Prima. Leute, das regt mich auf. Okay, das nervt mich jetzt echt endgültig ab. Erst recht, warum kann ich da auf den einen Feldvorsprung nicht stehen? So, ich öffne hier noch die Kisten. Kann ich noch gebrauchen eventuell? Komm. Oh, das sind nur wieder Modifikationen für den Kamiga selber. Toll. Zeit verschwendet. Um Lady eine Gegengehirnwäsche zu verpassen. Weißt doch so, oder? Was Hölle ruckelt. Warum? Egal. Kann ich immer noch sammeln. Okay.
Aber es gehört das zu einer anderen Mission. Dann ist halt so schlimm. Blumen? Pizza? Wie aufmerksam, dass du mir so schöne Geschenke bringst. Vielleicht hätte ich mich doch nicht den Ratten anschließen sollen. Na also, ich wusste, du kommst früher oder später zu mir zurück. War das Scooter? Was glaubst du, warum ich hierher abgehauen bin? Nur hier war ich vor dem Idiot mit seiner dämlichen Anmache sicher. Wenn Scooter dich geschickt hat, dann musst du sterben. Wer zum Teufel sind diese kleinen Kerle? Steht Lenny jetzt auf Winzlinge? Das halte ich nicht aus. Mach die. Ist das jetzt dein Ernst? Ich sterbe... Moment mal, sie hatte kein Schild mehr. Meine Raketen haben den gesamten Schild gefressen. Aber ihre Leben gehen gar nicht runter? Ist das jetzt hier dasselbe wie mit den Käfern oder was? Ich krieg die Krise. Was ich aber gleich mal versuche, ist schnell mal auf der Brücke was zu überprüfen. Da habe ich nämlich auch noch mal was gesehen. Okay. Yes! So, und zwar... Auf dem mittleren Stück der Brücke. Hier, hinter, okay. Jetzt geht's nicht mehr. Ah, okay. Klar. Ey, willst du mich verarschen? Ach so, das ist auch schon Lenny White. Natürlich sollte ich nicht tot vor ihr liegen. Wobei, vielleicht ist es doch gut, weil ich schieße ja schneller. Okay. Okay, ich sterbe auch schneller. Okay. Kurz mal überlegen. Raketenwerfer ist nicht stark genug. Sniper bin ich nicht genau genug. Schrotflinte? Ist das eine Idee? Leute, ich versuche da auch nur gerade hier irgendwie noch Fortschritt zu machen. Ich weiß, vielleicht sollte ich nochmal so 2-3 Level abwarten. Aber ich kann jetzt nicht noch irgendwie so 20 Level versuchen. Das ist nicht die Lösung, Leute. Oh, halt. Ich hatte doch Munition in der Schrot. Nein! Ach komm schon! Okay, also... Eins steht fest. Pistole zieht ja auch gut ab. Ich muss aber es irgendwie hinkriegen, dass ich selber nicht getroffen werde, weil ich bin nicht der unglaubliche Hulk. Wie man es bestimmt schon gemerkt hat. So. Belastet dich dein vieles Geld? Nö, es entlastet mich sogar gerade aktuell. Weil ich nämlich kaum was habe dafür. Warum? Ich verstehe auch nicht, warum haben sie denn die Munition auch steigend an den Schwierigkeitsgrad gemacht? Das macht so keinen Sinn. Glaubt ihr, das hält mich auf? Okay. Alter, was ist denn das?
Ja, klar, und dann läuft er. Hallo! Hör auf herumzulaufen! Komm schon! Was ist denn das? Borderlands unschaffbar ist das! Also nicht wirklich, das ist halt einfach nicht möglich. Das kommt schon. Was soll man denn da machen noch? Komm jetzt mal ehrlich, Leute, erklärt es mir. Borderlands 2 ist auch ein Spiel, wo drin man Spaß haben soll, ne? Genauso wie in anderen Spielen. Richtig? Ja. Dann heißt das doch, wenn ich jetzt eigentlich gerade richtig gut spiele. Komm schon. Wird. Jetzt kann ich hier nicht mehr raus. Und ich kann auch nicht mehr selber entkommen. Das macht gar keinen Sinn. Also gar keinen. Ach Leute, ich muss die schaffen jetzt, ist das Problem. Weil irgendwas muss ich doch noch Produktives machen. Und wenn ich hier noch 10 Stunden drin hänge im Level. So, natürlich hat sie sich hier in die Ecke verzogen. Glaubt ihr, das hält mich auf? Oh, natürlich. Ja, jetzt haut sie nach oben wieder ab. Ich krieg die Krise, Leute. Was passiert jetzt dementsprechend wieder? Es lädt sich wieder auf, das hätte ich. Komm schon, Leute, das ist eigentlich nur noch Kugelverschwendung gerade. Auch wenn ich es nicht wahrhaben will, ich muss es wahrhaben. Ach komm. Das ist einfach unfair, Leute. Das ist Borderlands, ich verarsch dich hoch 10 Niveau. Weil, ganz ehrlich, wie soll man, ganz ehrlich, wenn man noch nicht mal den Bunker schafft, oder es noch nicht mal bis zum Bunker schafft, in diesem Modus, wie soll man dann andere Sachen hier schaffen? Ab nach Sanctuary. Kannst vergessen. Die Mission mache ich doch auch ein anderes Mal. Ich sehe keinen Sinn darin, halt mich da zu Tode zu quälen. Tut mir leid. Ehrlich jetzt. Du hast es einfach nicht meins dann. Okay. Willkommen auf dem Schwarzmarkt. Erzähl dich deinen Freunden. Komm schon. Ja, komm, dann mache ich das hoch. Komm zurück. Wir stehen das durch. Ich werde jetzt noch meine restliche Guthaben, was ich hier gerade in-game habe, verspielen kurz. Hä? Hab nicht genügend Geld. Cool, bringt mich bloß nicht weiter. Ja, was soll ich sagen? Ich glaube, ich werde mal in den nächsten 2-3 Folgen ein bisschen Geld farmen gehen. Weil
Ich sag so kann ich hier auch nichts mehr erreichen. Ich hoffe, du bist geimpft. Geht die Leben wieder runter. Gehen die Leben wieder runter. Komm jederzeit wieder da vorbei. Willkommen in meinem bescheidenen Laden. Ja, komm. Bescheiden. So, nee. 250. Vergleichen. Moment mal. Warum macht das denn weniger? Hä? Warte mal, das rechte macht 232 Schaden. Mal 3, ne? Möchte ich mal anmerken. Das linke macht 250. Achso, ja, natürlich, meine macht weniger. Guck halt falsch. Was war das hier? 250? Ah ne, hier reicht 250 jetzt das linke, ne? Gut. Ja, okay. Habe ich jetzt aus Versehen meine verkauft? Warum habe ich denn jetzt... Ich hasse das manchmal, ne? Bis bald. Ja. Komm schon, endlich eine Waffe. Okay. Ich kann die einen Raketenwerfer zwar nicht kaufen, aber also schön zu wissen. Okay. Yes. Ja. Irgendwie spinnt das Spiel schon wieder herum, audiomäßig. Ey, sorry Leute, wenn ich jetzt hier gerade gegen die Wand laufe, ganz halt. Aber das darf auch nicht wahr sein. Jetzt fliegt ja schon wieder so ein scheiß Schuster herum. Geht mir auf den Keks, sowas. Jack wird uns alle umbringen. Wieso Leichen plündern, wenn du bei mir einkaufen kannst? Macht mehr. Okay. Ist gekauft. Ach, komm schon. Was kriege ich denn dafür? Würde auch noch nicht mal ausreichen. Jetzt habe ich wieder das Problem, wie gesagt, mit dem Geld. Dein Geld ist wertlos. Mhm, genau. So würde ich auch jedem was anfangen wollen. Okay, ich habe glaube ich verstanden, was ich brauche. Ich brauche mindestens Waffen, die halt denselben Schaden machen wie mein Raketenwerfer. Und dann muss ich halt den Raketenwerfer den Schaden mal 3 haben. So oder so ähnlich. Das heißt, ja, darum kümmere ich mich in einem der nächsten Parts. Mit anderen Worten also nicht mehr jetzt. Und von daher bedanke ich mich fürs Zuschauen, ich bedanke mich fürs Dranbleiben und würde sagen, wir sehen und hören uns einfach beim nächsten Mal wieder. Von daher, bis zum nächsten Mal, haut rein, habt eine schöne Woche, habt schöne Tage. Ich bin raus, euer Stars, haut rein und ciao.